Wie wird die Erde der Zukunft aussehen? Technologie wird zum Einsatz kommen, die uns Menschen ungeahnte Möglichkeiten geben wird. Einen wesentlichen Beitrag dazu liefert die Quantenphysik. Ein Quant ist ein physikalisches Teilchen. Ein Beispiel ist das Photon, also ein Lichtteilchen. In Innsbruck arbeiten Wissenschaftler heute schon an den Grundlagen der Welt von übermorgen. Am Institut für Quantenphysik und Quantenoptik der Akademie der Wissenschaften. Einer davon ist Oriol Romero Izard. Er ist Theoretiker und beschäftigt sich mit seiner Arbeitsgruppe mit der Kontrolle und Steuerung von Quantensystemen durch magnetische Felder und Supraleiter. Was wir tun, ist, Experimente vorzuschlagen und die Theorie dazu zu entwickeln, mit dem Ziel, Quantenphänomene im größeren Maßstab als üblich zu beobachten. Das dient dazu, Quantenmechanik eben im größeren Maßstab zu testen und neue Möglichkeiten mit diesen makroskopischen Systemen zu entwickeln. New possibilities with these macroscopic systems in the quantum regime. Laserlicht hat die Erforschung von Quantensystemen revolutioniert, aber es gibt auch Nachteile, wenn es eingesetzt wird. Oriol Romero Izard will diese Hürden überwinden und entwickelt theoretische Ansätze, wie das möglich sein könnte. Bei quantenphysikalischen Untersuchungen ist es wichtig, die Probe, beispielsweise eine kleine Atomwolke, komplett von der Außenwelt abzuschneiden und stark zu kühlen. Statt Licht nutzt er Magnetfelder und Supraleitung, um eine nur 2000stel Millimeter kleine Mikrokugel in Schwebe zu halten. In den letzten Jahren haben wir beispielsweise an einer Publikation gearbeitet, die beschreibt, wie eine supraleitende Mikrokugel magnetisch zum Schweben gebracht werden kann, eine 1-2 Mikrometer große Bleikugel. Wir lassen sie auf einem magnetischen Chip schweben und platzieren sie dann in einem extrem kalten Kühlschrank, um dann die quantenphysikalischen Untersuchungen zu machen. Bisher können nur wenige Atome quantenphysikalisch untersucht und manipuliert werden. Künftig soll mehr möglich sein, größere Objekte. Daran arbeitet der Wissenschaftler mit seinen Kollegen. Das führt zu neuen Möglichkeiten in der Forschung und damit auch in der Technik. Die Systeme sind so empfindlich, dass sie auch als Sensoren eingesetzt werden können, um winzige Kräfte über kurze Distanzen zu messen. Wir haben gesehen, dass einige Bewegungen in Diamant quantenmechanisch gesteuert werden können. Das ist so empfindlich, dass Magnetfelder mit sehr hoher Genauigkeit gemessen werden können. Und jetzt gibt es Leute, die glauben, dass diese Diamanten auch in biologischen Zellen implantiert werden können, um dort magnetische Felder zu messen. Sie etwa im Gehirn im Zusammenhang mit Hirnströmen zu nutzen, um die Magnetfelder der Neuronen zu messen. Das ist ein unvorhergesehener Nebenaspekt unserer Forschung. Was kann heute schon experimentell untersucht werden und welche Möglichkeiten gibt es in 5, 10 oder 15 Jahren? Damit setzt sich Oriol auseinander. Er ist Vordenker und entwickelt theoretische Ansätze für die Experimente der Zukunft.